Hallo Leute, ich bin's der Fabian von Silberfeld Games and More und wir spielen mal wieder Hearts of Iron 4. So, schauen wir mal an, was wir in der Folge so machen. Alles und ja, ich denke mal, als erstes zeige ich euch hier, was wir sicherlich schaffen werden: Slowenien zu fordern von Jugoslawien, die Slowenien-Frage sozusagen zu klären. Das ist dieses kleine Gebiet hier, das fordern wir ins Deutsche Reich zurück. Und ja, ansonsten werden wir unsere Einheiten weiter ausbauen, trainieren lassen, bisschen strukturieren. Denke ich, das dürfte soweit eigentlich schon auf ganz guten Wege sein. Hier wird fleißig trainiert. Unsere Forschung, ich mache schon mal die Zeit an. Unsere Forschung wird weiter voranschreiten. Mal sehen, was man dann noch alles erforschen in der Folge. Können wir mal noch unsere Bauvorhaben angucken. Wir haben die oberen zwei, die erste Militärfabrik, die wird bald fertig im November. Ja, ich würde sagen, da bauen wir noch ein paar. Bauen wir noch einfach drei Raffinerien dazu. Das ist eigentlich nicht schlecht, das brauchen wir immer. Und dann noch drei Fabriken in Hannover, drei Zivilfabriken. Die können wir auch immer gut gebrauchen. Ja. Das dürfte eigentlich erstmal so weit und im Groben das gewesen sein. Das habe ich euch gezeigt. Ich habe mir überlegt, da ich bei dem Heinz Guderian, der soll insgesamt nachher auf 10 Infanteriedivisionen, 5 mal diese Alpenjägerdivision und 5 Kavalleriedivisionen. Und da er auch ein Panzergeneral ist oder Panzerkommandant ist, soll er auch Panzer in seine Truppe, in seine Armee bekommen. Und da werde ich mal 4 Panzer bauen. 4 Panzerdivisionen. So. Einmalig. Und dann machen wir eine geringe Ausrüstungspriorität. Die sind mir jetzt noch nicht so wichtig, muss ich sagen. Ja. Das reicht auch, wenn die in einem Jahr oder so fertig sind. Okay, wir haben die Zwischenkriegsartillerie fertig. Die, jetzt würde ich eigentlich noch gucken, was sie uns bringt. Ja, Weichenangriff. Und ja, Weichenangriff halt. Macht, ist das halt höher. 10%. Ja, genau. Ich hatte mich überlegt, ich könnte jetzt langsam in der Kriegsführung, in der mobilen Kriegsführung forschen, was unsere Armee, also unser Heer zugute kommt. Da bekommen wir ja 15 Punkte Organisation dazu. Und da wir den 50% Bonus haben, passt das ganz gut. Ja. Das soll jetzt erstmal hier im Deutschen Reich gewesen sein. Dann haben wir, was ich noch gucken kann, schnell mal, wie es in Finnland aussieht mit der Parteipopularität. Wir sind jetzt bei 40%. Das, denke ich, schaffen wir locker bis 1939 Finnland überwiegend faschistisch zu bekommen. Und dann dürfte man die auch ins Bündnis einladen können. Achso, dann haben wir noch auf der anderen Seite der Welt unseren General, unseren Erwin Rommel, unseren Panzerkommandant. Der soll ja auch noch ein bisschen fleißig die Japaner unterstützen. Der eine kann hier mal mit angreifen. Na, die werden gerade angegriffen. Deswegen kann ich mit denen noch nicht weiter in die Schlacht ziehen.
Ja, müssen wir mal schauen. Jetzt können wir angreifen, das tun wir auch gleich mal. Ich werde hier ein bisschen Territorium erobern. Mal sehen, vielleicht so die drei. Mal sehen, wie viel. Mein eigentliches Ziel wäre dann, vielleicht, wenn es klappt, die Einheiten hier einzukesseln, die beiden. Also die großen Divisionen hier. Das sind alles chinesische und russische. Also die Russen oder die Sowjetunion, die unterstützt hier die chinesische Front. Aber das scheinen recht viele zu sein und da könnten wir uns, könnten wir, denke ich mal, einen großen Schlag gegen China wagen oder durchsetzen, wie auch immer. So, vier Angreifer Japan, ja, vier Panzer-Divisionen, da haben die nicht so die Chance. Nicht wirklich zumindest. Ich muss nur darauf achten, dass halt Japan immer ein paar Einheiten hinterherzieht, damit die Verteidigung gesichert ist. Und der Nachschub vor allem. Gucken, ich teile die jetzt hier mal auf. Gucken, ob ich das trotzdem schaffe. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wie gesagt, Japan muss auch immer hinterherkommen. Das hat ganz gut geklappt. Könnte ich die schon mal hier rüberziehen? Ja, ihr seht es hier, also hier sind schon alleine 14 Divisionen. So, wir haben die verbesserten Maschinenwerkzeuge. Oh, jetzt muss ich hier aufpassen, damit ich hier nicht abgeschnitten werde. Das war natürlich äußerst ungünstig. Okay, jetzt haben wir die Japaner hier nachgezogen. Das ist okay, das passt ganz gut. Ich würde trotzdem gerne das noch haben. Lasse ich das hier mal. Und der zieht mal weiter. Der versucht hier durchzubrechen. Ja, mal gucken, ob das hinhaut. Ich bräuchte noch eine Einheit mehr. Definitiv. Weil noch könnten sie alle gehen. Tja, ich könnte. So, und dann lasse ich ihn zurückgehen. Mal gucken, wie das so klappt mit unserem Plan. Ja, die Maschinenwerkzeuge. Okay, die Details, was kriege ich dadurch? 10% in der Produktionsobergrenze, in der Produktionsleistung. Ja, ich denke mal, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich werde die Gummiverarbeitung erforschen. Das brauchen wir spätestens nachher für unseren Flugzeugbau. Alle ein bisschen fest. Ich ziehe den mal zurück, das ist, dauert mir zu lange, wenn die über den Fluss müssen. Und den ziehen wir immer dahin zurück, der kann auch von hier angreifen.
So. Okay. Also von der Sache her sieht es nicht so schlecht aus. Ich möchte ja... Dürfte soweit okay sein. Wir haben jetzt hier schon japanische Truppen als Verstärkung. Den Panzer lasse ich mal da wieder angreifen. Vielleicht kann ich da Territorium gut machen. Ich muss das kleine Stückchen hier noch abschneiden und dann lassen wir beide Panzer hier angreifen. So, perfekt. So ist es okay. Jetzt sind sie abgeschnitten. Und dann durften die nämlich jetzt das Problem haben, dass sie keine Verstärkung, glaube ich, mehr bekommen. Ich könnte rein theoretisch jetzt hier angreifen und zumindest es versuchen. Denke ich mal, ich könnte meine Panzer hier auch noch runterziehen. Es sind jetzt hier recht viele japanische Einheiten unterwegs und machen sie auch noch Territorium gut. Also das ist für mich von Vorteil. Dann kann ich meine Panzer angreifen lassen. Das sieht natürlich recht gut für uns aus. Auch noch doppelt an. Okay, von mir kämpft nur eine Einheit, das ist natürlich ein bisschen blöd. Wenn ich jetzt hier nicht die große Chance habe, lasse ich sie trotzdem angreifen. Wir haben neue nicht zugewiesene Divisionen. Das sind bestimmt genau die vier Infanteriedivisionen müssen ja noch raus, dann ist das fertig. Leichte Panzer benötigen wir hier noch. Motorisierte Einheiten, Zusatzausrüstung. Wie sieht es mit unserer Panzerproduktion aus? Da bekommen wir 3, also 2,3 pro Tag. Das ist eigentlich auch nicht so schlecht. Jetzt sind unsere Panzer mit dem Kampf drin. Das ist soweit ganz gut. Wir greifen jetzt japanische Truppen mit ein. Läuft, würde ich sagen. Ja, können wir mal wieder nach Deutschland gucken, wie es ausschaut hier. Er ist fertig mit Trainieren, das braucht er nicht mehr. Slowenien ist noch nicht, wie lange braucht man noch? Dafür ist gleich fertig. Die sind fast fertig mit Trainieren, die und die auch. Ja, können wir mal, genau, so, auf den Moment habe ich gewartet, die Slowenien-Frage, Slowenien fordern, ist als Schwerpunkt fertig. So, und dann haben wir das, genau, Londoner Kapitulation, ein weiterer Triumph für Wagemut und Entschlossenheit Slowenien, bald Krain genannt, ist heim ins Deutsche Reich gekehrt. Triumph für Deutschland. Yay. So. Die
positionieren sich schon an der neuen Grenze. Ihr seht es jetzt hier, Slowenien ist jetzt unseres. Wir haben eine Zivilfabrik mit dazu bekommen. Dadurch, ja. Machen wir zuerst das. Italien beansprucht jugoslawische Gebiete. In einer Rede vor der italienischen Bevölkerung an der Küste von Dalmatien hat Benito Mussolini verkündet, dass Italien italienischsprachige Gebiete in Jugoslawien als rechtmäßigen Teil von Italien ansieht. Eine offizielle Erklärung hat diese Forderung unterstrichen und unmissverständlich klargestellt, dass Italien bereit ist, die Gebiete notfalls mit Gewalt einzunehmen. Okay. Dalmatien. Ist das nicht irgendwo hier? Dieses Teilgebiet, das wollen die Italiener anscheinend. Haben sie jetzt das hier bekommen? Zara? Weiß ich jetzt gar nicht. Mit dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich als Basis für ihre Forderungen verlangt Deutschland nun die rechtmäßige Rückgabe der ehemaligen österreichischen Gebiete Sloweniens durch Jugoslawien. Als Reaktion darauf haben sich die Unterzeichner des Versailler Vertrags in London versammelt, um über eine Lösung der slowenischen Frage zu beraten. Diese große Friedenskonferenz endete mit dem Beschluss, oder in dem Beschluss, dass Jugoslawien im Namen eines dauerhaften Friedens Slowenien an Deutschland zurückgeben solle. Die Regierung von Prinz Paul fühlte sich von den Großmächten Europas im Stich gelassen und sieht keine andere Möglichkeit, als die Vereinbarung durchzuführen. Vereinbarung unterzeichnen. Keine Ahnung, ich kann es hier nicht lesen. Naja, ich denke, das Wichtigste wissen wir. Und wir können den nächsten Schwerpunkt auswählen, und zwar den ersten Schiedsspruch von Ljubljana. Und der ebnet uns den Weg an ganz Jugoslawien in unser Reich zu holen, was in meinem Interesse ist. Nicht unbedingt wegen den Fabriken oder sonst irgendwas, sondern ich kann es euch kurz zeigen, wegen den Rohstoffen. Wir haben hier 26 Chrom Vorkommen und hier nochmal 98 Chrom Vorkommen. Wenn wir das alles bekommen, brauchen wir Chrom schon mal nicht mehr zu handeln. Also, und so müssten wir das, glaube ich, handeln für unsere Kriegsmarine. Da bräuchten wir sowas. Apropos, da könnten wir mal gucken, wie es da jetzt aussieht. Es wird am 1. Februar 1939 fertig. Ja. Okay, da bekommen wir aber noch Schiffswerften dazu, also von daher wird das noch eher fertig werden, denke ich. Das sind, glaube ich, jetzt die 5. Division, genau, die wir wollen sie trainieren lassen. Die sind aus der Rekrutierung sozusagen raus. Und ja, da können wir hier mal gucken. Ich will nur noch mal kurz schauen nach Japan, dass da kein Blödsinn passiert. Oh cool, sehr schön. Ihr seht's, wir haben hier schon etliche Truppen überrannt, anscheinend, was wir gar nicht mitbekommen haben. Ich weiß jetzt nicht, ob die durch den Hafen hier noch fliehen können. Oder ob die jetzt hier festsitzen. Na, wir können noch ein bisschen schneller machen. Das wird nicht mehr lange dauern. So, okay, jetzt sind die alle dort. Also hier können sie definitiv nicht fliehen. Das steht fest. Aber
Aber 19 Divisionen, das ist schon ein mächtiger Schlag. Gut, jetzt sind meine Panzer auch alle mit in die Schlacht drin. Das seht ihr immer hier, wir haben halt hier oben 5 Divisionen kämpfen jetzt, darunter 3 meiner Panzer und das ist halt in Reserve. Diese stehen sozusagen hinten an. Das entscheidet sich immer durch die eingesetzte Gefechtsbreite. Meine liegt jetzt bei 90. Und das wird, glaube ich, geteilt durch dieses hier. Durch die insgesamt die 160. Und ich habe halt die Hälfte zur Verfügung, weil es nicht ganz gestimmt hätte. Naja. Auf jeden Fall haben wir das jetzt eingenommen. Ja, treffen in 13 Stunden ein. Das können wir noch kurz abwarten. Wir können die neue Befehle bekommen. Was könnten wir jetzt als nächstes machen? Ich würde erstmal die Stadt da oben einnehmen. Jinan oder Jinan? Und dann könnte man hier eigentlich die Küste entlang bis hier runter, weil Japan hat hier auch noch Truppen und wird wahrscheinlich irgendwann hier angreifen. So, ja, das ist natürlich auch sehr schön. Die Wartungskompanie, die ist fertig geworden. Und die kommt auch in unsere Panzerdivision, in unsere mechanisierten Divisionen hinein. Greifen die mal noch von hier, von der Seite aus mit an. Okay. Ja. So, die lassen wir durchmarschieren. So, gucken wir jetzt nochmal zurück, was jetzt hier aussah mit unseren Einheiten, mit dem Training, nicht, dass sie zu lange trainieren, ja, weil das kostet einfach nur unnötig Reserve, die brauchen noch ein bisschen, die sind fertig und können sich den Erich von Manstein wieder anschließen. Genau. Die eine motorisierte Einheit kommt auch noch zum Erich von Manstein. Und dann ist denen seine Armee voll. Ansonsten 15 Infanteriedivisionen, 4 mechanisierte Divisionen und 5 Kavalleriedivisionen. Insgesamt eine Mannstärke von 244.000. So, was haben wir hier? Hier haben wir 4 ja 4, das passt ideal, ja, die können nämlich zum Heinz Guderia. Das passt perfekt. Ach, ich sehe gerade, ich habe gar keine Kavallerie in Ausbildung, die bei dem Guderian dazu sollen. Ausbilden. Machen wir mal eine hohe Ausrüstungspriorität. Tja. So, und dann können wir das noch bearbeiten. Die Panzer, die bekommen die Wartungskompanie.
Speichern wir. Okay. Und die motorisierte Infanterie bekommt auch die Wartungskompanie mit dazu. So. Was haben die? Ja, das dürfte erstmal passen. Und die hier. Davon habe ich auch zwei Einheiten. Wenn ich nachher genug Armeeerfahrung habe, rüste ich die auch noch komplett aus. Ja. Die schnelle Division habe ich hier. Ja. Das könnte ich jetzt eigentlich schon mal machen. Und zwar. Wird das. Selber einen Namen geben. Ja. Kavalleriedivision kann ja bleiben. Wir nennen sie Gestapo. Gestapo. Einfach aus dem Grund, das haben wir noch schon für ein schönes Symbol. Ja, nehmen wir hier den Adler. Das soll meine Militärpolizei werden. Ja. Und Gestapo war ja nichts anderes wie die geheime Staatspolizei. Ja. Und die hat halt eine hohe Unterdrückung, ja. Wenn ich nachher Gebiete besetze, brauche ich das, um den Widerstand niederzuschlagen. Und halt. Machen wir mal 6 Kavallerieeinheiten draus. Und dann können wir von der. Wo ist sie jetzt? Hier. Die Gestapo. Können wir da mal 10 Einheiten schon mal ausbilden. Sie ist nicht wirklich zum Kämpfen gedacht, sondern einfach nur um mein Land ja, zu beschützen, sage ich mal. Jetzt brauchen wir halt Infanterieausrüstung, Zusatzausrüstung, aber das produzieren wir ja so nebenbei. Da können wir auch noch eine geringe Ausrüstungspriorität machen. Dann mal hier hoch und hier normal bei den Panzern. So. Das passt soweit, so gut. Hier haben wir noch ein Forschungsteam, was frei wäre. Das brauchen wir natürlich nicht, das ist weit. Das auch in der Zeit voraus. Wir sind jetzt am 31. Dezember. Wir könnten kurz warten. Machen wir mal einen schnellen Zeitvorlauf und dann können wir hier schon die nächste Waffenausrüstung auswählen. Wir sind jetzt am 1. Januar, das passt perfekt. Und zwar würde ich den MG34 und den 5 cm Granatwerfer 36 erforschen. Ja, das passt. Und hier möchte ich gerne sparen auf den Erich von Manstein in der mobilen Kriegsführung. Da braucht man nämlich bei denen 250 politische Macht. Ja. Ich möchte nochmal gerne zum Abschluss hier reinschauen. Wir sind jetzt bei 42% und mal gucken nochmal schnell nach Japan und dann ist die Folge auch schon fast vorbei, muss ich sagen. Ja, meine Panzer erobern Jinan. Ich hoffe, dass ich die japanischen Städtenamen auch immer richtig ausspreche oder chinesischen Städtenamen, aber ja, soweit so gut. Sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich denke mal, wir haben hier für Japan gut Territorium gut gemacht und auch ein paar chinesische Truppen zerschlagen, wenn man das so sagen kann. Wir könnten mal noch gucken. Ich würde denen gerne mal noch ein bisschen Leih und Pacht geben. Hier haben wir jetzt nicht so viel zur Verfügung.
so. Dadurch, dass jetzt meine ganzen neuen, alten Panzer, die sind jetzt alle mit dem Einsatz in den neuen. Okay, dann brauchen wir sie nicht schicken. Ich hätte sie jetzt gerne Panzer 1 geschickt, aber die sind jetzt wahrscheinlich alle in den Divisionen hier drinne und werden dann nach und nach erneuert. Na gut. Ja, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal mit dieser Folge. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn, dann schreibt es in den Kommentaren oder liked unser Video. Vielleicht abonniert unseren Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen oder wir hören uns dann, wenn es wieder heißt Let's Play Hearts of Iron 4. Macht's gut, Leute. Ciao.